Hallo Community, wir sind es von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, die Trader Black Week und weitere Themen sind unsere News der heutigen Ausgabe. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Starten wollen wir aber wie immer erstmal mit den Gewinnern und da gehen Glückwünsche raus, sowie für die Facebook-Aktion, wie auch für viele weitere Gewinner der Unboxing. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wir haben immer unter euren Gewinnerkommentar bei den Videos Infos hinterlassen, wie ihr uns kontaktiert, um euer Gewinn abzuholen. Also schaut da nach und macht das bitte. Die Facebook-Gewinner wurden natürlich über Facebook benachrichtigt. Gut, ja, auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und von GameGenic gibt es wieder eine Packung Prime Sleeves sowie ein Deckholder 100+. Ne? Also da könnt ihr entsprechend euch gut mit eindecken. Macht damit. Wir wünschen euch viel Glück. Ja, was ist passiert? Viel ist passiert. Ne? Ja. Also wir müssen schon der Reihe nach mal durchgehen. Also zum ersten Mal haben wir natürlich Commander Legenden weiter geunboxed. Das heißt, wir haben uns die Commander Decks angeschaut, die auch beide wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her klasse sind. Denn das hatten wir gezählt, glaube ich, 24, 25 ja. Rares Mythics pro Deck entsprechend. Genau. Ne? Ja. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis da, 100 Karten sind ja generell immer in dem Commander Deck drin, ist super. Ne? Wir werden es auch spielen, aber dazu nachher. Ne? Das Sammler-Display haben wir auch geunboxed, also das, die Collector-Booster, davon ein Display. Und sind da, weil wir lucky gegangen sind, oder weil wir sind zufrieden. Wir sind ja, zufrieden. Ja, mit Öffnung, gut, ja. Ne? Und auch sehr spannend, weil wir haben da ja auch nochmal festgestellt, dass praktisch im Sammler-Display man halt auch Karten ziehen kann, die du in der normalen Draft-Booster-Edition nicht ziehen kannst. Ja. Da, ne? Also das ist auch nochmal wieder Anreiz für euch und auch nochmal wichtig, die Sammler-Displays sind auch nur noch sehr limitiert verfügbar, da kommt sehr wahrscheinlich auch nichts mehr nach. Ne? Genau. Ja, dann gibt es zu Commander Legenden noch Ultra Pro Zubehör, das haben wir uns auch angeschaut, ne? Und euch entsprechend vorgestellt, coole Artikel. Zu all diesen Videos gibt es entsprechend auch Verlosungen, also schaut da gerne rein, macht entsprechend da auch bei den Verlosungen mit. Ja, dann haben wir aber Sealed Deckbau-Videos auf. Ne, denn Commander Legenden ist ja designed, ist eine Commander Booster Edition, mit der man auch Booster Draft spielen kann, ne, entsprechend. Oder man kann auch Sealed Deck Commander Decks bauen. Das haben wir gemacht und haben damit auch gespielt. Auf Twitch ist es schon live, da könnt ihr also immer gucken, sonntags ab 14 Uhr auf Twitch TV Trader Online Video könnt ihr live mit dabei sein. Und die Duelle werden hochgeladen, auf YouTube entsprechend, ne, jetzt zum Wochenende. Und es hat mega Spaß gemacht, oder? Ja, es war mega cool. Ja, ne, also, und es haben auch super viele von dazugeschaut. Also nochmal ein dickes Dankeschön an der Stelle. Also durchschnittlich waren immer über 100 Live-Zuschauer mit dabei. Was, ne? Mega viel ist, ja. Was mega viel ist, ne, und haben dann deinen triumphalen Sieg gesehen. Ne, ja, da, das danke, ging auch danke. Wirklich viel hin und her und so. Also schaut es euch gerne auf Twitch kann man es übrigens auch schauen, wenn es nicht gerade live ist. Also dann sind diese Videos als Highlight dort auch noch einzusehen für eine begrenzte Zeit, aber wie gesagt, wir laden sie entsprechend auch auf YouTube hoch, also da geht entsprechend beides. Gut, das ist entsprechend, ach ja, und wir hatten noch eine weitere Twitch-Premiere und zwar haben wir, hat Chris, war auch mal wieder aktiv und der hat ja Commander Legenden auf Twitch live geunboxt. Ne? Also auch nochmal lustig, wir machen ja zum einen mal unser Unboxing-Video, aber er hat auch gesagt, ja du, ich mach auf Twitch aber nochmal ein bisschen weiter. Ne? Und also das wird auch so ein neues Kapitel sein, was wir mit euch gemeinsam begehen, dass wir nochmal mehr live mit euch auf Twitch machen. Dass wir also zum Beispiel auch irgendwie bei kommenden Magic-Editionen werden wir zu den normalen YouTube-Unboxings auch immer nochmal ein Live-Unboxings machen, genau wie wir jetzt auch nochmal mehr Commander dann live spielen werden, also an den kommenden Wochenenden entsprechend auch. Ja. Und da könnt ihr neben dem Spielspaß oder irgendwie auch, dass ihr seht, okay, wie werden denn manche Sachen gespielt, denn zum Beispiel ist ja auch jetzt Matthias als Judge mit dabei, aber ihr könnt in den Pausen oder zwischendurch uns auch Fragen stellen. Ja, das ist ja auch nochmal cool, dass ihr einfach da mit uns in Aktion treten könnt und das bringt nochmal eine eigene Qualität entsprechend dran. Ja. Ne? Gut, das dazu. Dann kommen wir mal zu den Kommentaren. Was gibt's denn da? Da haben wir eure Reaktion zu den letzten News, wo Black Dragon schreibt, mega coole Ideen und immer wieder tolle Videos, zum Beispiel beziehungsweise Streams. Da war's. Ja, macht Spaß, euch zuzuschauen. Besonders freue ich mich auf die Commander-Duelle.
JR, endlich Multiplayer auf Twitch. Yay, super nice von euch, dass ihr den Aufwand auf euch nehmt und dieses neue Projekt angeht. Wirklich super, danke. Destructor89, Black Week, ich kann's kaum erwarten. Phil Platzibat, tolle Videos. Interessant ist vor allem das Deckbau-Video zu Commander Legends Sealed. Interessante Option. Und Mobby Fesley, kommen irgendwann mal vielleicht MTG Arena Let's Plays? Und Jessica Zöner, toll, ich liebe Unboxings und live auf Twitch ist da ein Traum. Ja, das ist nochmal so eine Zusammenfassung, dass unsere Aktion bei euch sehr gut ankommt, was uns natürlich auch wieder entsprechend Energie gibt und da weiter befeuert. Ne? Ja, die Black Week wird das Thema der heutigen News eigentlich nochmal sein. Ne? Also da könnt ihr, je nachdem, wann ihr seht, das ist ja vom 27.11. bis zum 4.12. wird die sein. Da könnt ihr euch da entsprechend austoben. Deckbau-Videos zu Commander Legends Sealed. Fand ich auch mega spannend, weil man weiß ja nicht, was man öffnet und man muss dann da einfach, das ist halt praktisch ein neues Format, das auch auf den Plan gekommen ist. Wir werden es sehr wahrscheinlich auch nochmal machen, irgendwann so um die Weihnachtszeit vielleicht rum. Aber erstmal werden wir jetzt ja die Commander Decks miteinander dann auch spielen. Ne? Mhm. Dazu wird es auch produzierte Videos geben, ne? Dass also praktisch neben den Stream-Videos wir auch nochmal Videoproduktion machen, wo wir dann die Karten einblenden entsprechend dann da. Und da können wir schon mal teasern, da werden wir die Commander-Decks aus Commander-Legenden gegen die Commander-Decks aus Zendikars Erneuerung spielen. Und das dann im Vier-Player-Multiplayer, ne? Wenn wir uns damit battlen. Live-Unboxings, ja, haben wir gesagt, ist ein neues Kapitel. Und Magic Arena Let's Plays macht ihr ja eigentlich schon. Nur wir sind da entsprechend von dem wöchentlichen Rhythmus sind wir jetzt ja auf 14 Tage runtergegangen. Da hattest du mit Jenna ja zuletzt Kaladesh Remastered gespielt. Richtig, ja. Und da kommt jetzt ja wieder eine neue Ausgabe für euch, jetzt am Freitag. Ne? Genau. Weißt du schon das Thema? Nee, weiß ich noch nicht. Okay, also lassen wir uns mal überraschen. Aber das Video geht entsprechend dann am Montag bei uns auf YouTube wieder online. Genau, so. Das zu den Kommentaren. Ja, dann kommen wir mal zu den News. Friday Night Magic at Home Aktion, ja, läuft, ne? Und läuft auch definitiv noch bis zum 27.11. Das heißt, wenn ihr Magic Arena spielt an einem Freitag, dann könnt ihr uns einen Screenshot davon schicken an mail@trader-online.de und wir haben Codes zur Verfügung in begrenzter Stückzahl zur Freischaltung von Ingame-Inhalten, wie zum Beispiel Hüllen, ne, und sowas. Und die geben wir entsprechend gerne raus. Meldet uns aber immer bitte nur einmal an. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Genau, so, dann kommen wir zu Commander Legenden. Da ist die Information, also jetzt der Release ist ja da, ne? Und die Artikel haben sich auch schon im Marktsegment verteuert, weil es im Großhandel ausverkauft ist. Jetzt ist es aber so, dass Commander Legenden aktuell einen kleinen Reprint erfährt, der kommt teils gekürzt. Ne? Also man muss gucken, es wird also praktisch jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, also je nachdem, welche Großhändler da wie schnell irgendwie rankommen und in welchem Kontingent kommt wieder ein bisschen was rein. Aber Sammlerbooster, zumindest englischsprachig, sind ausverkauft. Deswegen hatten die sich Preise schon sehr stark entfernt. Also die Sache ist, auf die Frage, ist die Auflage begrenzt, gab die Antwort, Commander Legenden kann später neu aufgelegt werden. Was mich immer noch mal dazu bringt, also ich finde, es ist eine super Serie. Ja, macht echt mega Spaß. Wir werden auch gerne noch mal ein Sealed Deck damit spielen oder uns vielleicht auch mal irgendwie Constructed Decks damit irgendwie bauen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel Potenzial und man kann auch wirklich tolle Sachen öffnen. Das heißt, wenn ihr euch da irgendwas unter den Weihnachtsbaum legen wollt oder so, dann würde ich da nicht zu lange mit warten. Auch gerade vor diesem Hintergrund der Verknappung, die da eventuell dann einfach doch dann stattfindet. Das hätte ich mal irgendwie vorher geholt oder so. Ja. Ne? Das bringt mich zu Black Week. Das ist ja unser Thema eigentlich heute und euch mal nochmal darauf hinzuweisen, dass wir, das hatten wir letztes Jahr, war ein Mega-Erfolg. Viele haben gefragt, macht ihr es wieder? Deswegen bringen wir euch wieder eine Black Week vom 27.11. bis zum 4.12. Werden wir eine Sondersektion im Shop aufmachen, aber auch erst morgens ab dem 27.11., wo dann viele Artikel zu sehr guten Preisen eingestellt werden und auch, aber auch teilweise einfach nur in begrenzter Stückzahl. Ne? Also schaut da gerne ab dem 27.11. früh morgens nach, ob da was für euch dabei ist. Und dann könnt ihr da euch austoben. Also ich finde, ist mal gut. Gut, genau. Ein weiteres Thema haben wir noch. Und zwar die Commander Collection Green. Die nähert sich jetzt nämlich langsam auch. Der Release ist am 4. Dezember. Wir haben es schon in den News 34 vorgestellt. Das Video hängen wir euch an diese News nochmal dran. Schaut da gerne nochmal rein.
es ist praktisch nochmal so eine spezielle Commander-Kollektion mit nur grünen Karten, ne, letztendlich kurz zusammengefasst. Die kommt als reguläre Variante, wie auch als Premium-Variante, dann kann man es nochmal in voll bekommen, aber generell als sehr limitiertes Kontingent. Das heißt, das ist wie die damaligen irgendwie From the Vault-Boxen oder so, ist das halt so ein Artikel, der kommt schon von vornherein angekündigt als limitiert bzw. sehr limitiert auf den Markt. Das heißt, zum Beispiel werden die Boxen werden in nur zweistelliger Stückzahl irgendwie an die Händler vergeben oder so, wenn es schon ein großer Abnehmer ist. Das heißt, auch da wird es von unserer Seite eventuell einen Vorverkauf geben. Wir warten noch ab, wie viel wir jetzt praktisch in den Shop irgendwie werden einfliegen können. Der Vorverkauf startet zum Wochenende, beziehungsweise vielleicht ist er auch schon gestartet, also schaut da gerne mal auf die Webseite drauf, um dann da eventuell auch da den Artikel zu sichern, wenn er denn halt was für euch ist. Wie gesagt, schaut gerne nochmal in die News rein, wir wollen es nicht alles nochmal doppelt vorstellen im Endeffekt, aber ja. Auch eine schöne Sache. Es gibt ja auch Leute, die sagen ja, ich stehe auf sowas, ne? Einfach nochmal irgendwie cool. Limitierte Artworks entsprechend. Also Magic deckt da viele Bereiche ab. Ich weiß, wir haben die Diskussion, nicht jeder Artikel ist was für jeden oder sonst irgendwas, aber Limited Editions von irgendwas oder so haben auch ihre Daseinsberechtigung, muss man sagen. Ne? Insofern schaut da gerne nochmal rein ins Video und meinetwegen dann auch gerne im Shop, weil da die Sagen wirklich sehr knapp verfügbar sind. Gut, dann waren das schon die News. Bleibt zu sagen, ich freue mich schon auf Sonntag ab 14 Uhr. Ja. Geht's wieder in die nächste Runde live auf Twitch. Wir spielen nochmal unsere Commander-Legenden Sealed-Deck-Multiplayer-Duelle. Deine und meine Deckbauvorstellungen sind ja schon online gegangen. Bis zu dem Duell wird auch die Deckbauvideos von Jenna und von Matthias online gehen. Dann könnt ihr also nochmal tiefer in die Materie eintauchen, wie die Decks sich genauso darstellen, was wir gebaut haben. Ja, und dann könnt ihr natürlich einfach nochmal live dabei sein. Ich freue mich schon mega drauf, ja, weil es richtig, cool. Richtig cooles Format ist. Ne? Und dann bleibt mir zu sagen, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Das wünschen wir euch auf jeden Fall. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf Twitch TV Trader Online Video Sonntag ab 14 Uhr live mit dabei seid, dass wir da entsprechend nach und nach mehr werden. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit Magic the Gathering und sehen uns, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao.